Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch den Zusammenhang zwischen den Strahlensätzen und den Ähnlichkeitsabbildungen zeigen. Und wir hatten ja in den vorangegangenen Videos uns über die Strahlensätze unterhalten und eben in weiteren Videos auch vorher über die Ähnlichkeitsabbildungen. Und vielleicht nochmal die Begriffswiederholung, was bedeutet überhaupt Ähnlichkeitsabbildung? Ja, eine Figur ist eben zu einer anderen Figur ähnlich, wenn sie in ihren Winkeln und ihren Streckenverhältnissen eben übereinstimmt. Und dann kann sie noch gedreht sein und so weiter und so fort. Das kann alles passieren. Sie kann auch vergrößert und verkleinert sein. Das kann auch alles passieren. Aber in ähnliche Figuren bedeutet eben auch, dass ich ähnlich große Winkel habe, also gleich große Winkel und eben die Streckenverhältnisse passen. Ja, das nennt man dann auch vergrößern, maßstäblich und verkleinern im richtigen Maßstab. Ja, kommen wir jetzt zu unserem Beziehungszusammenhang zwischen Strahlensätzen und Ähnlichkeitsabbildung. Ich habe hier wieder entsprechend zwei Schenkel aufgezeichnet und zwei Geraden, die parallel zueinander verlaufen. Ich habe auch schon Maße entsprechend eingetragen, dass wir das gleich noch entsprechend auch nachprüfen können. Ja, beginnen möchte ich jetzt nochmal auch und auch gleichzeitig verweisen auf die Winkel an parallelen Geraden. Wir haben ja gleich große Winkel und zwar nennen wir den hier mal Alpha. Und den nennen wir hier Alpha Strich. Das wissen wir ja bereits von den vorangegangenen Videos, dass hier eine besondere Beziehung herrscht. Den Winkel nennen wir jetzt zum Beispiel mal Delta. So, der ist nicht wirklich wichtig, die hier sind es. Ja? Und dass die beiden Winkel hier gleich groß sind, das wissen wir, weil das sind sogenannte Stufenwinkel. Ja? Das sind Stufenwinkel zueinander und zwar auch F-Winkel genannt. Ja? Das ist ein F, was sich hier abbildet. Gleichermaßen sind Beta und Beta Strich entsprechend auch gleich große Winkelpaare. So, dass diese Winkel entsprechend gleich groß sind, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Und wir haben ja hier auch zwei Dreiecke sitzen. Ich markiere das mal farbig. Wir haben hier ein kleineres inneres Dreieck und ein größeres Dreieck, was wir hier mit einer anderen Farbe, beispielsweise mit Grün, eben kennzeichnen. Das liegt hier außen. So, und wenn nun dieses kleine gelbe Dreieck vergrößert worden wäre im korrekten Maßstab, also sprich eine Ähnlichkeitsabbildung zu diesem grünen Dreieck darstellt, beziehungsweise umgekehrt, dann haben wir schon wichtige Voraussetzungen geklärt, weil diese Winkel sind gleich groß. Das ist ein wesentlicher Part. Der Winkel hier ist logischerweise auch gleich groß, weil es der gleiche Winkel ist von dem gelben und entsprechend dem grünen Dreieck. Und jetzt müssen wir nur noch die Strecken entsprechend ins Verhältnis setzen und dann hätten wir geklärt, ob das hier entsprechend maßstäblich vergrößert oder verkleinert worden ist. Ja, ich habe die Maße mal nochmal rausgeschrieben vom gelben Dreieck, SA und RB mit 4 bzw. 5 cm, das ist wie gesagt eher nur eine Skizze, und A'B' mit 10 bzw. mit 8 cm für SA'. Da es nur eine Skizze ist, ist es auch relativ, wie groß ich hier die Strecken wähle. Ja, wir machen hier nun das Streckenverhältnis auf. Wenn ihr euch fragt, warum nehme ich nicht hier noch eine dritte Seite dazu? Naja, bei einem Dreieck ist das ja relativ einfach zu erklären. Bei einem Dreieck muss ich ja nur zwei Seiten im Verhältnis eben haben zueinander. Die dritte Seite kann ja nicht anders wie im gleichen Verhältnis auch stehen, ja, zu den anderen entsprechend. Das heißt, da habe ich nur die eine Möglichkeit. Das heißt, wir haben hier ein Streckenverhältnis von 4 zu 5. Ihr könnt auch sagen 5 zu 4. Das wäre egal. Ja? Die Strecke zu der Strecke steht im Verhältnis 4 zu 5. Und die hier drüben steht im Verhältnis 8 zu 10. Ja? So, man muss eben gucken, dass man hier von den gleichen Seiten ausgeht. Ja? Diese Seite und diese Seite hier. Das heißt 4 zu 5 gleich 8 zu 10. Und das prüfen wir eben entsprechend nach. Ist 4 zu 5? 8 zu 10, ja, das kann man entsprechend machen. Wenn man hier entsprechend kürzt, ja, dann haben wir hier stehen 4 Fünftel gleich 4 Fünftel. Ja. Und das bedeutet, wir haben hier das gleiche Streckenverhältnis. Wer sich jetzt fragt, was das wieder für eine Erkenntnis sein soll, das bedeutet jetzt, dass das hier wiederum die maßstäbliche Vergrößerung ist, von entsprechend diesem gelben Dreieck. Das heißt,
Gelb wurde vergrößert mit einem gewissen Faktor in Richtung Grün. Wir haben beides Mal dasselbe Streckenverhältnis. Wir haben beides Mal die Winkel hier, die übereinstimmen. Alpha und Alpha Strich, Beta, Beta Strich. Das heißt, wir haben hier eine Ähnlichkeitsabbildung. Und genau das bildet ja auch unsere Strahlensätze vom Grundprinzip her. Ja, jetzt wollen wir noch kurz herausfinden, wie groß dieses grüne Dreieck im Vergleich entsprechend zu diesem gelben Dreieck ist. Wie gesagt, wenn ich das feststellen möchte, den Streckungsfaktor K, was ihr ja bereits in meinen Videos vorher kennengelernt habt, in den vorherigen, dann muss man zuerst mal feststellen, ob das gleiche Streckenverhältnis gilt. Und das haben wir ja. Das heißt, wir wissen jetzt, weil die Winkel gleich groß sind, weil das Streckenverhältnis hier gilt, wissen wir logischerweise, dass das eine Ähnlichkeitsabbildung ist. Und erst jetzt können wir den Streckungsfaktor bestimmen. Und der lautet ja entsprechend, dass ich, wenn ich jetzt sagen möchte, okay, wie viel ist jetzt das neue Bild hier größer im Vergleich zum alten Bild oder Dreieck in diesem Fall. Das heißt, ich habe neue abgebildete Strecke durch alte abgebildete Strecke, SA' durch SA, also sprich 8 zu 4 und bekomme hier einen Wert von 8 Viertel raus, sprich 2. Und dadurch weiß ich ja, wenn es ein Wert ist, der größer als 1 liegt, dass es entsprechend eine Vergrößerung ist, hier um das Doppelte. Ja, und wenn es kleiner ist als 1, wird es verkleinert entsprechend um den gewissen Faktor. Ja, so seht ihr also, wie das zusammenhängt, die Ähnlichkeitsabbildungen mit den Strahlensätzen. Weil wir eben hier immer von parallelen Geraden sprechen und weil hier logischerweise auch diese Winkel gleich groß sind, also besteht hier ein direkter Zusammenhang. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich möchte euch natürlich auch noch zeigen, was wäre denn, wenn ich jetzt dieses Verhältnis eben falsch aufstelle, wenn ich die falschen Verhältnisse eben entsprechend bilde. Und ich habe hier ein Strahlensatzbeispiel gewählt, was wir zu Beginn schon mal hatten, mit den 12, 6, 8 und 16 cm. Und das machen wir jetzt einfach. Wir stellen das Verhältnis mal auf, zum Beispiel das Verhältnis lang zu kurz. Wie lang zu kurz und machen jetzt folgendes, wir sind jetzt auf den falschen Strahlen unterwegs und dann werdet ihr relativ schnell sehen, das funktioniert so nicht. Nehmen wir ein Beispiel, wir machen jetzt folgendes, wir gehen her und sagen die lange Strecke, machen wir die 16 cm hier oben, ja, 16 zu und jetzt müsste ich ja eigentlich sagen, lang zu kurz. Und wenn ich jetzt mal hergehe und sage 16 zu 6, wie 12 zu 8, dann habe ich einen Fehler begangen. Ich bin nicht mehr auf dem gleichen Schenkel hier unterwegs. Und das gibt eben nicht das gleiche. 16 Sechstel sind nicht das gleiche entsprechend wie 12 Achtel. Wir haben einmal 8 Drittel bzw. 2,67. Und das andere Mal den Wert 12 Achtel, was 1,5 entspricht. Das heißt, wir haben hier nicht den gleichen Wert, das heißt, wir können hier nicht von einer Gleichung sprechen. Mache ich es wiederum richtig rum, also Beispiel 16 lang zu kurz, wie 12 lang zu kurz, dann bilde ich das folgendes, ein Verhältnis, und es kommt als Ergebnis raus 2. 2 gleich 2. Und dieses Verhältnis 2 gleich 2 sagt mir aus, dass ich hier die gleichen Streckenverhältnisse und Abbildungen logischerweise habe.